Wie du siehst, Freunde, ich entschuldige mich jetzt schon mal für diesen Cut. Guckt euch meinen Haarschnitt an. Oh my days. Das Ding ist, ich meinte, ich will nicht so viele Manga-Videos machen. Und ich glaube, mein vorletztes Video war ein Manga-Video. Aber Freunde, willkommen wieder zu einem Manga-Video. Heute werde ich euch meine Lieblingsmanga vorstellen und ein bisschen darüber quatschen, weil ich einfach Bock darauf habe. Mal schauen, wie lange das Video geht. Bevor das Video beginnt, Freunde, könnt ihr aber gerne auch mal mein Instagram abchecken und mein TikTok. Dort könnt ihr mir gerne folgen und mich auf irgendwelchen TikToks markieren. Auf die kann ich dann in Videos reagieren. Falls ihr Bock darauf habt, ich heiße dort Mr. Grabs und Grabs YouTube wird hier irgendwo eingeblendet sein. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Manga an. Freunde, das Ding ist, wir fangen erstmal mit einem Manga an, den ich noch nicht gelesen habe. Also ich habe den dritten Band noch nicht gelesen und zwar geht es, wie ihr sehen könnt, um Blue Lock. Blue Lock ist ein Manga, über den habe ich schon ein Review gemacht gehabt. Da hatte ich den ersten Band nur, jetzt habe ich mittlerweile alle drei. Und den dritten noch nicht gelesen, aber der zweite Band war wirklich geisteskrank gut. Die Zeichnungen sind einfach nur Elite. Worum geht es hier überhaupt? Es geht um Fußball, es geht um Leute, die gezwungen werden, also nicht gezwungen werden, die wollen der beste Stürmer werden Japans. Und die sind halt in diesem Blue Lock Experiment, wo, ich weiß nicht, wie viele das sind, 100 Leute, bin ich mir jetzt unsicher, in diesem Block sind und quasi, es kann nur einer gewinnen und die haben da halt so Herausforderungen, Challenges, die sind in verschiedenen Teams und die sind eigentlich nur dazu da, um quasi der beste Stürmer zu werden. Und es ist eigentlich echt cool, also die Charaktere in diesem Manga sind richtig gut, die sind richtig gut geschrieben und sehr interessant. Der Hauptcharakter ist geil, die Zeichnungen sind geisteskrank, das ist so gut gemacht und ich finde das Storytelling generell eigentlich sehr, sehr geil bei dem Manga, deswegen ist das auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und momentan einer meiner Lieblingsmanga. Ich habe andere Manga, die ich mehr Verbindung mit den Manga habe. Zwar kein Deutscher, ihr wisst, was ich meine. Den habe ich erst jetzt seit ein paar Monaten, erst drei Bände. Aber wenn ich sagen muss, was momentan einer meiner Favorites ist, ist es auf jeden Fall der hier, Freunde. Checkt ihn gerne aus. Dann, Friends, was ihr sowieso wisst, mein All-Time-Favorite ist Vinland Saga, Goatland Saga, wie man sagen möchte. Es ist einfach, einfach geil. Ich habe jetzt bis Band 18, den habe ich jetzt hier. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Vinland Saga, ich habe den Anime erstmal geguckt, der war richtig gut. Danach habe ich angefangen, den Manga zu lesen, der war gefühlt noch besser. Der Manga ist so gut und es ist gerade so ein geiler Arc, weil die Entwicklung von Thorfinn, unser Hauptcharakter, richtig gut ist. Für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. Es geht um Wikinger. Es klingt weird, also was heißt weird? Es klingt halt uninteressant, aber es ist so gut gemacht, diese Wikinger-Storytelling und diese ganzen Charaktere. Vor allem der Hauptcharakter, der ist einfach so gut. Der war am Anfang so ein... Nee, ich will nicht sagen, wie er sich entwickelt hat, weil dann spoilere ich ja einfach nur. Aber der hat eine richtig kranke Entwicklung hingelegt und es sind richtig gute Kämpfe in diesem Manga. Es ist ein Action-Manga, es sind geile Kämpfe. Die Zeichnungen sind so gut. Ohne Spaß, Freunde. Empfohlen ab 16 Jahren. Das heißt, 70% von euch können den gar nicht lesen an der Stelle. Aber einfach geiler Manga, wirklich ohne Spaß. Ich habe darüber schon ein eigenes Video gemacht, dass ich süchtig nach diesem Manga bin. Ich werde mir die anderen Bände jetzt auch noch kaufen. Ich habe, wie gesagt, bis Band 18 jetzt hier. Eingetütet, weil einfach nur Goat. Ist auf jeden Fall ein sehr geiler Manga. Da hat Carlsen auf jeden Fall eine geile Lizenz rausgeholt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Manga. Das Ding ist, dieser Manga, ihr seht, das ist ein Buch. Das ist Holz. Nee, nicht Holz, das laber ich, das ist hart. Das Ding ist, ihr seht im Hintergrund. Im Hintergrund läuft Rohan Kishibe. Das ist so vier Folgen von Jojo quasi über den Charakter. Und das ist sein Buch, mäßig. Auf den er ist der Künstler. Und das ist quasi ein Manga-Buch, wie auch immer man es nennen will, über den Typen. Ist ein Graphic Novel, so rum. Der Spaß kostet $20 und es ist quasi eine Manga-Story, aber koloriert und einige Seiten sehen so gut aus, sie sehen aus wie so ein, wie ein Artbook. Ich kann euch mal die erste Seite zeigen zum Beispiel. Die ist halt, ist einfach nice. Also das Ding ist, es ist wirklich geil, weil die Storys sind interessant. Die Storys sind, warte mal kurz. Also ich habe ja zwei französische Manga, die habe ich in Paris gekauft gehabt. Auch von Rohan Kishibe, auch von dem Dude. Das sind halt die beiden hier. Das sind halt diese Einzelstories mäßig. Und diese Stories, die laufen in diesem Anime da hinten. Es sind nicht alle Stories mit drin, aber die meisten von diesem Manga sind in dem Anime. Das Geile ist aber an dem Ding hier, das ist nochmal eine ganz andere Story. Die Story ist nochmal was ganz anderes, die ist nicht animiert, die gibt's gar nicht. Soweit ich weiß, falls doch, korrigiert mich gerne. Aber ich weiß nicht, ich finde es einfach geil. Es ist hier wird viel mit Farben gespielt. Also das sind so, kann ich das mal zeigen. Zum Beispiel hier haben wir so als Farbgrundlage, sagen wir mal so, was Gelbliches. Aber wenn man dann weiterliest, dann wird es halt irgendwann so lila. Zum Beispiel die Seite sieht auch geisteskrank geil aus. Sieht einfach aus wie so ein Artbook. Und das ist halt in einem Manga. Da hat man halt hier so lila Farben, dann geht das ein bisschen rüber in so ein schwarzes. Es ist auf jeden Fall einfach nur richtig gut. Die Story ist geil, es ist einfach Jojo. Aber halt, Jojo ist generell künstlerisch einfach nur Top-Tier. Aber hier ist nochmal halt Rohan et le Louvre. Also Louvre ist ja das Museum in Paris. Das hier, wie heißt der Lachs? Da heißt einfach nur Rohan Kishibe. Das sind halt diese zwei Stories von da. Ich kann kein Französisch, ich habe die mir einfach geholt, weil ich Bock drauf hatte. Da gibt es auch irgendwo einen Vlog auf meinem Kanal, vielleicht findet ihr den Lachs. Aber ja, Freunde, das waren die drei Manga, die ich euch vorstellen wollte. Ich hoffe, das Video geht nicht zu lang und es hat euch unterhalten. Ja, lasst gerne ein Like da und verpisst euch.